So, meine Drohne komplettiert sich so langsam. Sie ist nahezu fertig gebaut. Man sieht hier vorne die kleine Kamera, die sowohl komplett nach unten schwenken kann, als auch nach oben schwenken kann. Nach unten und nach oben. Je nachdem, wie ich den Kopf bewege und auch rechts, links. Da kann ich also den kompletten Radius abfahren. Hier sieht man den GPS-Empfänger. Das sind die beiden Antennen hier für den 433 MHz Long-Range-Empfänger. Dies hier ist der 8-Kanal 1,2 Watt 1,5 Watt, 1,2 Gigahertz Sender für das Videosignal und da hinten nochmal der 14 Zoll Prop. So, wenn man jetzt mal hier den Deckel abnimmt, kann man mal da reinschauen. Hier sieht man eine UBC, 3 Watt UBC zur Spannungsversorgung von dem hier, dem Long Range Diversity Empfänger, 30 Kilometer Reichweite. Hier ist FY31AP, das ist der Flugstabilisator zum autonomen Fliegen, was auch eine Navigation über Wegpunkte über Google Earth mir ermöglicht und auch Return to Launch, wenn ich einfach den Schalter umlege, fliegt das Flugzeug einfach nach Hause. Dies hier ist das Hornet OSD, also das ist ein On-Screen-Display, was mir alle Telemetriedaten des Flugzeugs über das Kamerabild, wird hier durchgeschleift, werden die ganzen Telemetriedaten werden eingespielt und dann geht es hier über den Videosender zurück zu mir an die Bodenstation. Das ist der Empfänger von der Bodenstation. Und das ist hier die Cyberbrille, die ich dann aufhabe, wenn ich das Flugzeug fliege. Hier sieht man noch Strom- und Spannungssensor von dem Hauptrotor hier, damit ich also auch genau weiß, was hat der Antriebsakku drin an Spannung und Strom. Ja, das sind so die Grundfunktionen. So sieht das aus, das Flugzeug. Bin mal gespannt. Die ersten Funktionen sind jetzt auch schon drin. Querruder. Und natürlich auch Höhe und Tiefe. Schon fertig gemischt. Der Motor läuft auch schon. Aber hier muss ich aufpassen, dass es mir nicht zu weit läuft. Hier kann ich mal die Kamera doch stellen. Ne, da. Das ist sicher. Hoch runter. So sieht's aus.